Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem MOOC über die Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung. Doch bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich Ihnen ein paar organisatorische Rahmenbedingungen näher bringen. Die Folien, die Sie in diesem und den folgenden Screencast sehen, werde ich Ihnen über die On-Campus-Plattform zur Verfügung stellen. Außerdem werde ich Ihnen über diese Plattform einige Aufgaben zur Verfügung stellen, die wir dann im Rahmen von Übungs-Screencasts gemeinsam bearbeiten werden. Ich möchte Ihnen damit die Möglichkeit bieten, hands-on sich in die Thematik zu vertiefen. Darüber hinaus werde ich Ihnen eine Sammlung von Übungsaufgaben für Ihre persönliche Nacharbeit ebenfalls über die On-Campus-Plattform zur Verfügung stellen, damit Sie sich noch etwas tiefer einarbeiten können, um dann, und das ist der dritte Bereich, den ich Ihnen zur Verfügung stelle, anhand von alten Klausuraufgaben überprüfen zu können, ob Sie das Niveau, das für die Klausur benötigt wird, wohl schon erreicht haben oder ob es den einen oder anderen Bereich noch gibt, an dem vielleicht ein bisschen Raum für Verbesserung vorhanden ist. Für diejenigen von Ihnen, die sich nicht nur die Screencasts angucken möchten, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes etwas Handfestes über die Kosten- und Leistungsrechnung haben möchten, habe ich Ihnen hier eine Literaturliste zusammengestellt mit Büchern über die Kosten- und Leistungsrechnung, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Doch lassen Sie uns nun zu der eigentlichen Thematik kommen, nämlich wie wird denn diese Vorlesung, dieser MOOC, wohl aufgebaut sein? Wie wird die Gliederung aussehen? Nun, zunächst werden wir mit Grundlagen beginnen, ein Thema, das zugegebenermaßen nicht besonders spannend ist, wo man aber durch muss, damit man eine vernünftige Basis gelegt hat. Danach kommt dann der Dreiklang aus erstens Kostenartenrechnung, zweitens Kostenstellenrechnung und drittens der Kostenträgerrechnung. Abschließend werden wir dann ziemlich intensiv in die Teilkostenrechnung einsteigen. Kommen wir nun als nächstes, wie eben schon gesagt, zu den Grundlagen der Kostenrechnung. Zunächst ist es notwendig, diese Grundlagen zu besprechen, denn hierbei soll das Wesen und die Aufgaben der Kostenrechnung sowie elementare Grundbegriffe der Kostenrechnung dargestellt werden. Zur eindeutigen Kommunikation über kostenrechnerische Themenstellungen gehört weiterhin eine klare begriffliche Abgrenzung. Die Darstellung der Struktur und der verschiedenen Aufgabenbereiche der Kostenrechnung werden als nächstes besprochen werden. Abschließend gehen wir dann kurz auf verschiedene Gewinndefinitionen ein, die es in der Kostenrechnung gibt. Wie eben schon gesagt, das alles ist zwar nicht übermäßig spannend, aber sehr wichtig, um eine fundierte Basis für die weiteren Kapitel zu legen. Also bitte ich Sie, kämpfen Sie sich durch.